Hallöchen, heute der dritte Teil der Bakeneko 65 PC Review Reihe und hier habe ich alle Teile, die wir brauchen. Einmal eben das Case, das ist das Bakeneko 65 V3 Case, hier mit den Mounting Points, denn das ist ja ein O-Ring Mounted Case. Hier ist übrigens der O-Ring, dieses Ding hier, das spannt man dann um das PCB rum, aber das sehen wir dann gleich. Und das hier ist ein Alu-Case mit schwarzem Anodizing, also diesem Electroplating-Verfahren, glaube ich, heißt das. Und da rein werden wir die ganzen Sachen bauen. Dann habe ich hier als Plate eine Carbon-Fiber-Plate. Das, ja, ist ganz gut für so Clacky-Builds quasi. Denn als Switches habe ich mir hier ja Cherry MX Blacks rausgesucht. Hier Klassiker für die Clacky-Builds. Nutzt eigentlich quasi jeder für seine Clackables. Als PCB habe ich hier ebenfalls von PCBWay das Bakeneko 65 Rev 3 PCB. Hier, das wurde schon preassembled und da muss ich nur noch die Switches reinlöten. Dann, was es noch gab, war, ich habe mir eine PC-Plate geholt. Die ist jetzt hier nicht dabei, weil ich die nicht benutzen werde für dieses Bild. Aber da werde ich bald noch ein Bild machen mit und da wollte ich eigentlich die WS Morandi Switches nehmen. Die habe ich jetzt aber noch nicht genutzt. Da habe ich mal ein Monsky Game 1 Bild mitgemacht. Die sind von Monaco Keys gewesen. Damit wollte ich eigentlich den Bild machen, aber habe ich gedacht, naja, vielleicht ist so ein Clacky Bild hier eher besser, weil mein nächstes Bild auch mit einer Bakeneko eher so ein bisschen ja, in Richtung tiefen Sound geht. Deswegen hat sich das hier angeboten. Ich wollte eh langsam mal meine ganzen Blacks hier verbauen. Hier ist übrigens noch das Daughterboard. Das hier ist das Unified Daughterboard C3 von AI03 oder AI03, wie auch immer man nennen will, mit dem JST-Connector hier. Und das habe ich auch von PCBWay. Das war eigentlich alles, wenn man es selber zusammengebaut hätte, nicht so teuer. Aber eben die Assembly hier, die war relativ teuer. Hier ist übrigens auch ein grauer Switch. Das ist der Switch der Spacebar, weil die habe ich hier alle aus so einer Cherry G80. Die kosten ja nicht viel, 15, 20 Euro. Und da bekommt ihr dann eben die ganzen bisschen älteren Cherry MX Blacks raus. Und auf der Spacebar ist meistens hier so ein grauer. Für den ersten Step können wir hier erstmal die ganzen Sachen wegräumen. Denn wir brauchen hier erstmal nur das Case und das Daughterboard. Denn das werden wir jetzt hier einmal reinschrauben. Und dazu habe ich hier auch schon ein paar Schrauben besorgt. Die Schrauben habe ich jetzt hier mal extra gekauft. Die habe ich ja für ein paar Euro auf Ali. Dann schrauben wir das hier mal eben rein. So, nun ist das Ganze verschraubt und hier ist schon mal das JST-Kabel dran. Und das werde ich, sobald es fertig ist, auch hier einmal festtapen, damit es eben nicht quasi den Sound stört. Das habe ich schon mal in manchen Builds gesehen, dass es ein bisschen komisch ist, wenn das JST-Kabel da ein bisschen Interference mit hat quasi. Und deswegen werde ich das hier festmachen. Und dann kommt der JST-Connector des PCBs einfach hier drüber irgendwo und geht da rein. Das heißt, deswegen ist hier diese Unterführung quasi, damit eben das JST-Kabel nicht in den normalen Case-Bereich geht. Da ich die Switches hier schon geloopt hatte vorher, fällt der Part schon mal raus und jetzt muss ich einfach nur noch die Switches hier einmal reinpacken, alle hintereinander und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich hier alles bestückt habe. Ich hätte gerade fast vergessen, die Steps einzubauen, deswegen habe ich mir hier noch so ein Cherry C3 Set geholt und ja, das werde ich jetzt einmal luben und dann kommt es auch direkt ins PCB. Jetzt müssen wir hier einmal alle Steps reinmachen. So, die Spacebar ist drin und dann tun wir hier die restlichen drei noch hier auf Enter, Backspace und Shift. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich die Switches reingepackt habe.
Ich habe hier nun alles reingemacht an Switches und Stabilizern. Und ja, jetzt habe ich hier so, naja, quasi eine Baby-Solder-Gun genommen. Es gibt hier so Hakko-Dinger, diese gelb-blauen Teile, die super krass sind, aber auch viel kosten. Und deswegen habe ich mir für auf AliExpress hier für, ich glaube, nicht mal 15 Euro so ein schönes Teil geholt. Und damit werde ich jetzt mal probieren, den Kram hier zusammenzulöten. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, ihr müsst einfach hier hinten, dann drückt ihr quasi einmal hier auf das PCB, mal auf allen Seiten ein wenig, damit die Switches auch richtig in die Löcher gehen. Wenn das alles hier richtig drin ist, dann nehmt ihr einfach eure Lötpumpe oder, nicht eure Lötpumpe, euren Lötkolben oder was auch immer ihr habt dafür und lötet die Metallpins hier am PCB fest und dann ist es quasi auch schon fertig. Das werde ich jetzt mal tun und danach mal zeigen, ob und wie es denn damit funktioniert hat. Und schon habe ich hier das Teil fertig gelötet. Hier kann man es schon mal sehen. Und ja, ich habe ein bisschen, manchmal ein bisschen verkackt, aber ja, wenn man sich mal so meinen Lötkolben anguckt, denn ich habe diese Lötpistole nicht mehr benutzt nach dem ersten Versuch, denn die war echt nicht gut. Und das Lötzinn, was da war, das, naja, hat nicht wirklich gut funktioniert. Und deswegen habe ich hier wieder meinen Peinzel benutzt. Aber ich habe auch schon ein bisschen länger hier nichts gesäubert davon, weil ich einfach vergessen habe, das Ding zu kaufen. Und ja, deswegen muss ich das jetzt mal säubern mit einem Messer oder sowas. Und ja, danach werde ich mir wohl eine neue Spitze holen. Aber an sich hat es relativ schnell funktioniert, obwohl es so schwierig ist mit dem Ding. Aber das, was wir jetzt noch machen müssen, ist einmal hier den O-Ring nehmen und ihn quasi wie ein Bettlaken einmal da rumspannen. So. Jetzt ist er hier drin. Und wunderbar. Dann wäre der Mount hier jetzt quasi auch schon fertig. Und das heißt, jetzt kommt hier das Ding rein. Dann schließe ich nochmal eben hier den JST-Connector an. So, wenn der jetzt drin ist. So, packen wir das einmal kurz hier raus. Und dann hole ich mal eben Tape und mache das JST-Kabel hier fest. So, jetzt habe ich hier Tesafilm genommen. Das bietet sich ein bisschen besser an, muss ich sagen. Genau, das ist eingeklebt. Könnt ihr jetzt nicht sehen, aber auch nicht schlimm. Und dann gehen wir hier einmal drunter. So. Dann nochmal auf der einen Seite ein bisschen anheben. So, den das kleinen Fehler hier habe ich mal eben gelöst. Und schon haben wir ein O-Ring Mounted Board und zwar die Buckeneckos 65. Dann würde ich sagen, nehmen wir uns einmal die Keycaps. Hier habe ich ein wahrlich wunderschönes Set von Wacky Desks, das Aussie. Wenn ihr ein bisschen aktiv seid in der deutschen Keyboard-Szene, dann solltet ihr das Set auch schon kennen. Denn, naja, die meisten haben es eben schon vorgestellt. Ja, wir gucken uns jetzt erstmal an, was wir so drin haben. Einmal hier eben das erste mit ein paar Novelties. Habt ihr ISO und ANSI-Support. Das heißt, ihr könnt hier eine ziemlich große Varietät an Keyboards bauen. Ich werde jetzt mal diese Spacebar hier nehmen. Dann kommen wir direkt mal zum nächsten. Hier versteckt sich das zweite Layer mit ein paar extra Keys und sowas, kleinem Shift, Spacebar und sowas. Und das sieht jetzt nicht ganz richtig aus wie auf der Kamera, denn das hier ist eher so ein Grün, auf der Kamera sieht es blau aus. Aber ich werde jetzt noch gleich ein paar B-Rolls machen und dann werdet ihr am Ende sehen. Und der letzte Part hier, logischerweise das, ja, Base-Set quasi. Wenn ihr jetzt eine 60% bauen würdet, dann wäre das so das Normale, was ihr habt. Ihr habt sogar hier F13. Das ist bei vielen Gigabsets normalerweise nicht dabei. Aber hier haben wir einfach ein relativ gutes Kitting. Eine Preisaufstellung werde ich gleich nochmal machen. Aber die hier, ja, kosten eigentlich gar nicht so viel für ein ANSI und ISO-DE-Set, wenn man so bedenkt, was man für GMK, PBT-Fans und sowas zahlt.
Als jemand, der eigentlich eher so an, naja, tiefer klingenden Builds interessiert ist, ist es eigentlich ganz cool, mal sowas, naja, in Richtung Clacky zu haben. Es ist einfach mal so eine ganz andere Sicht auf die Dinge quasi. Erstmal noch ein paar andere Dinge und hier die Füße, die müsst ihr natürlich noch drauf machen, denn die habe ich vergessen zu bestellen. Ja, ich weiß, sehr schlau. Und da es ein bisschen in Zeitdruck ist hier, musste ich das jetzt eben ohne bauen, aber die werde ich natürlich noch hinzufügen. Und was die Stabilizer angeht, der Shift hört sich irgendwie komisch an übrigens, aber ihr dürft natürlich nur PCB-mounted Clip-ins benutzen, keine Screw-ins. Ich glaube, Screw-ins gibt es mit einer speziellen Plate oder irgendwie sowas, aber sonst sind die nicht supported, weil sie sonst eben rausgedrückt werden würden, weil die ein bisschen weiter nach außen stehen, glaube ich, und deswegen würde es nicht funktionieren mit dem O-Ring-Mount. Denn hier habt ihr so einen O-Ring-Mount hier drin, eben mit diesem Gummi, ja, mit diesem Gummiring, und das sorgt halt dafür, dass ihr quasi überall relativ gleichmäßigen Bounce oder Flex habt, das was relativ angenehm ist beim Tippen, und sonst auch, ja, MX Blacks sind, ja, ein bisschen scratchy natürlich, auch wenn sie geloopt sind, sind eben keine Broken Ins und keine Hyperglides. Aber das war auch eigentlich gar nicht so schlimm, weil es ein bisschen Scratch hört sich auch eigentlich ganz gut an. Also da habe ich eigentlich nichts gegen. Dann natürlich vielen Dank an BCBWay, die ohne die das gar nicht stattgefunden hätte, das kleine Projekt hier. Und auch vielen Dank an Wikidesks, also Chris, denn der hat mir jetzt noch ganz schnell vorher das Aussie-Kick-App-Set zur Verfügung gestellt. Und das ist echt ein schönes Set. Wenn ihr da Interesse habt an PCBWay oder an Aussie, dann ist alles unten in der Beschreibung. Ich hoffe, euch hat mein kleines Projekt hier gefallen. Und wenn ihr sonst noch irgendwelche anderen Fragen habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und damit adios.